Warum lachst du? Das ist natürlich immer aufregend, sowas auch zu drehen. Dein Gebiss, mit dem du nicht gespürt hast, wie fest du da eigentlich beißt. Hallo, Dini. Hallo, Jens. Das war unser erster Drehtag. War das unser erster Drehtag? Ja. Ein Campari Orange. Ja. Da hattest du nicht so viel zu tun. Nee, da saß ich einfach nur den ganzen Tag in der Bar. Ich bin der Sven. Okay. Heute leider nicht. Das habe ich mich schon immer gefragt, übrigens. Was denn? Warum malst du mich da mit so langen Haaren? Ich habe da eine kurze Perücke auf. Und ja, ich habe hier so eine Art Phantombild gezeichnet. Also so seht ihr aus ungefähr. Das sind viel zu lange Haare, ne? Viel zu lange Haare. Ich habe auch gar keine Kreolen drin. Es sollte ja auch wirklich das schlechteste Phantombild aller Zeiten werden. Das ist es auf jeden Fall geworden, oder? Oder? Ich also finde auch. Den Preis haben wir sicher. Ja. Ey, und ich war letztens wieder auf Mallorca und die Kaffeebesitzerin, die haben mich erkannt. Irgendwann werde ich nach Mallorca zurückkommen und da arbeiten. Also wirklich im Café. Haben die mich gefragt. Hab ich gesagt, ja. Aber sie sind auch Deutscher. Ja. Es war so irritierend, dich mit diesen Zähnen zu sehen. Ja? Ja. Manchen Leuten fällt es ja gar nicht auf, ne? Ja? Aber du spielst sie doch die ganze Zeit. Du spielst ja die ganze Szene nur über die Zähne. Ich liebe die Szene. Unterschätzt mich nicht. Haben wir was gemeinsam. Und das war auch lustig, weil wir da irgendwie gesucht haben, was ist denn irgendwie was Spezielleres, als irgendwie sich einen Kuss zu geben oder sowas. Und dann war die Idee mit dem Ohr und dem Gebiss. Das hat so weh getan. Das war so schlimm. Aber Demi, da warst du mal nicht empfindlich. Nee. Da hast du wirklich richtig durchgezogen. Ja. Du hast dich wirklich ungefähr 20 Mal ins Ohr beißen lassen. Mit deinem Gebiss, mit dem du nicht gespürt hast, wie fest du da eigentlich beißt. Es war irgendwann wirklich wie so ein Blumenkohl angeschwollen. Wie kann man so übertreiben? Es war wirklich kaum. Ich habe mir Eiswürfel dann genommen aus diesem Café und habe versucht, mein Ohr zu kühlen, weil es einfach nur rot und groß war. Eine meiner Lieblingsszenen, würde ich sagen, aus der gesamten Serie. Ja. Oh Mann, ey. Nee, sorry. Ja, ist es denn schon wieder soweit? Und wir sitzen halt wirklich in so einer Tonne und werden so angedreht von jemandem, der außen steht und sitzen da drin wie in so einer Waschmaschinentrommel und werden so gedreht. Und mir hat es natürlich total Spaß gemacht. Und dann sieht man so eine Zeitlupe, wie wir so da drinnen sitzen und ich so voll lache und dann ist so Cut. Und dann sieht man Demi noch so eine Zeitlupe. Warum lachst du? Weil es wirklich anstrengend war. Wir sitzen da in dieser Tonne, werden rumgeschleudert und es ist ernst und wir versuchen Action zu spielen und... Warum lachst du? Weg von der Garage. Ja. Weg. Richtig weg. Das ist natürlich immer aufregend, sowas auch zu drehen und so. Es funktioniert meistens nicht. Ist das ein scheiß Flammenwerfer? Ja. Ich bin immer falsch rum unter das Auto. Du kommst zu mir nach Hause, du fackelst mich hier fast ab und du erwartest, dass ich dir helfe? Ja, und ich arbeite nicht mit dem Klassenfeind zusammen. Ducks, da hau ich noch das Ding gegen das Auto. Total ungeschickt eigentlich. Ich habe dir übrigens gerade das Leben gerettet. Tschüss. Nett. Cleo ist so nett. Cleo ist richtig nett. Cleo ist richtig lieb zu dir.